Servus Leute, ich bin der Andi und wir werden heute so ein Superman-Logo machen. Wieso? Einfach so. Das Logo besteht, wie man es schon erahnen kann, aus Alu und hat eine rote Epoxy-Füllung. Die Holzschale ist aus Akazienholz. Wie immer muss erstmal der Nullpunkt bestimmt werden. Ich fange mit Z an, denn der liegt auf der Modellunterkante, also auf meinem Schraubstock. Nachdem das getan wurde, kann das Rohteil eingespannt werden und der Nullpunkt von X und Y bestimmt werden. Ich mache das auch dieses Mal mit meinem Kreuzlinienlaser. Meine Schnittdaten wie gehabt unten rechts. Viel Spaß! Ich habe bei der zweiten Operation den Haken bei Tiefenschnitte vergessen zu setzen. Deswegen habe ich das Ganze gestoppt und nochmal von vorne gestartet. Natürlich dieses Mal korrigiert. Es ist vollbracht. Ich bin echt begeistert. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sich das in der Hand anfühlt. Es ist so massiv und es ist auch richtig schwer.
Also, ich bin wirklich begeistert. Ich habe noch was gut gehabt bei meinem Kumpel Christoph von Detailing Shop. Und er war so nett und hat mir das Ganze aufpoliert. Dankeschön. Kommen wir zum Harz. In einigen Videos habe ich gesehen, wie viele eine Druckkammer bauen, um die Luftblasen aus dem Harz zu ziehen. Ich fand das gut und habe deswegen ein KG-Soll genommen und mir so meine eigene Druckkammer gebaut. Mit dem Vakuumerzeuger von der CNC habe ich dann die ganzen Luftblasen gezogen und es hat hervorragend funktioniert. Ehrlich gesagt war ich selber etwas überrascht. Die kleinen noch zu sehenden, ich nenne sie mal Mikroluftblasen, waren nach dem Gießen sofort weg. Ohne irgendein Zutun. Ich wollte das Logo nicht nochmal zum Polierer geben, deswegen habe ich mit einem Zahnstocher sehr, sehr vorsichtig das Harz in die Ecken sein regelrecht geschoben. Aber ich muss sagen, der ganze Aufwand hat sich ja echt gelohnt. Der Aluteil ist geschafft, nun kommen wir zum Holz. Wie gesagt, handelt es sich hierbei um Akazienholz aus dem Baumarkt. Ich muss allerdings sagen, dass ich mit der Qualität sehr unzufrieden war. Es war sehr faserig und das Aufbearbeiten war eine Katastrophe. Ich werde Akazienholz nicht mehr verwenden.
fräse nie ganz durch. Ich lasse unten so etwa 0,7 mm stehen. Das erspart mir die Opferplatte und mit einem Messer lässt es sich wunderschön lösen. Mit Akazienöl von Osmo wird das Ganze noch abschließend geölt. Wir haben es geschafft, es ist fertig. Ja, ich muss sagen, rückblickend war es doch etwas mehr Arbeit als gedacht, aber es ist super geworden und ich finde, der Aufwand hat sich echt gelohnt. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Oder vielleicht kann man sogar was verbessern. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Video. Ciao.